Für Senioren bedeutet Autofahren vor allem Unabhängigkeit und Lebensqualität. Sie sind auch besonders umsichtige und erfahrene Fahrer. Gleichwohl steigt das Risiko, einen Unfall zu verursachen, statistisch schon ab 60 Jahren an. Ab dem 75. Lebensjahr erhöht sich diese Gefahr dann deutlich. Hier sind die über 75-Jährigen mit rund 75% sogar auffälliger als die 18- bis 24-Jährigen. Das ist eigentlich auch nicht verwunderlich, denn medizinisch und psychologisch gesehen gibt es deutliche Defizite in Bezug auf Fähigkeiten, die für sicheres Autofahren erforderlich sind. So ist das periphere Sehen bei Senioren deutlich eingeschränkt. So werden Geschehnisse, zum Beispiel ein Radfahrer auf dem Radweg neben der Straße, nicht wahrgenommen. Bewegungseinschränkungen führen dazu, dass die Rundumsicht nicht mehr gegeben ist. So konnte die Unfallforschung der Versicherer in einer Studie zeigen, dass Senioren den Schulterblick vernachlässigen. Probleme mit der Medikamentenwirkung können angenommen werden, zumal Senioren meist verschiedene Medikamente einnehmen, die zudem unabhängig voneinander von verschiedenen Ärzten verordnet wurden. Bisher gibt es jedoch keine Studien, die sich mit der Wechselwirkung von Medikamenten befasst haben. Unfallforscher Siegfried Brockmann weiß, dass auch das Deuten komplexer Verkehrssituationen für ältere Senioren oft ein Problem darstellt. Entscheidend sind die kognitiven Defizite. Man kann getrost es vergleichen mit einem Computer. Die Festplatte bei Senioren ist voll. Das ist das ganze Erfahrungswissen, was sie nie verlieren. Aber der Arbeitsspeicher wird immer schwächer mit den Jahren. Und das heißt, das Wissen kann ich nicht mehr schnell genug in komplexen Situationen einsetzen. Und dann kommt es zu schweren Unfällen, insbesondere in Kreuzungssituationen. Die Gefährdung durch Senioren am Steuer lässt sich aber durch Maßnahmen reduzieren. So belegen Studien, dass sich dieser Prozess der Alterung zum Beispiel mit Gehirnjogging aufhalten lässt. Und deswegen brauchen wir ein Element, mit dem wir Senioren durch eine qualifizierte Begleitung im Auto sagen können, was sie noch können, was sie nicht mehr können, was sie vielleicht vermeiden müssen. Wohlverstanden als Instrument, die Mobilität möglichst lange zu sichern, aber eben auf eine sichere Art und Weise.